Schön. Haha. Es geht wieder los, meine Damen und Herren. Abfahren. Die hat mich gekrittet. Warte mal, jetzt hat die gewunken. War das ein Spieler? Ich schau einmal rein. Ja, ja, ja. So Leute, stay hydrated und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Ja, kleiner Anfangsjoke, den hatte ich mir bereitgelegt. Als erstes. Jo, hier ist Henno Studio 1. Dies ist ein Check. Könnt ihr mich hören? Over. Der Zick aus Moro. Ich wünsche dir einen schönen Freitag. Es ist warm wie Scheiße, ne? Mach die Klima an vielleicht. Hör nicht klar und deutlich. Sound ist besser denn je. Over. Ja. Wir haben 33 Grad. Und es ist warm. Aber hier drin habe ich Klima. Aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Und es ist aber egal. Ich habe mir gerade schön Ibo reingekloppt. Was nicht egal ist, mir wurde ein Video geclaimed. Und zwar wegen der Shotgun, die ich verwendet habe. Das ist für Werbetreibende wohl nicht geeignet. Der Grund war, ja, ist auch egal. Am Ende des Tages müssen wir die Shotgun wohl rausnehmen. Und wir werden einfach, weil es heute... Ne, können wir nicht machen. Ich würde sagen, übergangsweise drehen wir einfach nochmal. Ja, wir drehen einfach einmal nochmal. Und hier ist auch nochmal der Aufruf. Wir haben ja eine laufende Abstimmung im Discord. Im Community-Discord, in dem Raum News. Da ist ein Strawpoll und da könnt ihr immer abstimmen, was in die Top 15 rein soll. Ja, und ich habe gesagt, ich werde alle paar Folgen das mal anpassen. Jetzt ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich das mal machen werde. Und dann werden wir das mal resetten. Also ihr habt jetzt nochmal Chance, einmal da nochmal euch... ja, einzuschalten und ein bisschen abzustimmen. Und dann werden wir das mal resetten und dann gucken wir, was dann kommt. Weil ich glaube, mittlerweile haben wir alle Strafen durch. Ich habe auch wieder ein, zwei neue Sachen gekauft. das setzen wir dann schön neu auf. Okay, so. Jetzt gab es ein paar Kommentare in der vorletzten Folge. Da fing das an. Ich wette bei der letzten Folge noch viel mehr Waffen. Ich habe mitbekommen, ich werde jetzt immer festgenagelt auf irgendwelche Äußerungen, die ich mal getätigt habe in Bezug auf Waffen. Und weil das ist ja jetzt auf einmal nicht mehr so... Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ja, Murakumo hast du so gefeiert und wolltest du extra so machen und auf einmal nicht mehr, ey, oh mein Gott. Ja, Leute, ich ergründe gerade die Tiefen der Waffenvielfalt in Dark Souls 1 für mich, ne? Und natürlich ist da viel hin und her und ah, mal so und oh nee, das ist ja auch cool und wie ist denn das so? Und was fühlt sich cool an und was nicht, aber was ist stark und was nicht, aber was für, ne? Das switcht halt hin und her. Und was ich für ein Bild wohl bislang spiele, ne, ursprünglich hatte ich ja gesagt, ich will unbedingt Dex-Bild spielen. So, jetzt haben wir ja mehr Stärke als Dex inzwischen. Dinge ändern sich, ja. Das ist ein sogenannter Quality-Bild. Wenn man Stärke und Dex ausgeglichen hat, also beides gleichermaßen halt hochskillt, dann hat man ein Quality-Bild. Und dafür gibt es auch extra Waffen. Ich habe mir jetzt, weil mir, ihr habt es gemerkt, letzte Folge, ich bin echt an einem Punkt, wo ich... Ich weiß nicht mehr weiter. Also ich weiß schon weiter, aber ich bin halt so hin und her gerissen, weil es ist so eine breite... Die Auswahl ist einfach insane. Und jede Waffe ist auch irgendwie cool. Und ich will am liebsten so alles spielen. So. Hillebarde ist eine solche Waffe. Die hat Descaling auf Stärke und Geschick. Eine andere Waffe, die gut ist für Quality Builds, wohl laut meinen Recherchen, ist das Claymore. Darüber haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen. Habe ich wohl aber auch. Zweihänder geht auch. Aber ja, Claymore hat C auf Stärke und Geschick. Das ist ziemlich gut.
Und Claymore ist wohl auch eine der meistbenutzten Waffen im PvP. Das ist das Gerät. Geht zweihändig. Ein bisschen zackiger als das Ultra-Großschwert, ne? Das ist der schwere Angriff. Ja, und auch Sprintangriff, ne? Das ist halt auch ganz nice. Das swingt ja richtig schön. Ist halt so... Ja, also geht auch einhändig, ne? Ist eigentlich so, wie halt das Ultra-Großschwert, Digga. Was wir letzte Folge durchweg genutzt haben. Aber halt alles zackiger. Und es wiegt deutlich weniger. Holy shit, es wiegt deutlich, deutlich weniger. Okay. Aber es ist auf null. Also. Ich würde jetzt für diese Folge... Langschwert übrigens ist, glaube ich, auch eine Quality-Build-Waffe, oder? Ja. Genau, das ist halt das Ganze noch ein bisschen kleiner. Das Ding ist halt wirklich... Wenn man jetzt nur die schweren Sachen gewohnt ist, ist es wirklich sehr, sehr zackig. Das Ding spielt auch Maxim immer wohl. Aber das ist irgendwie mir zu langweilig. Es ist halt einfach nur ein Schwert. Versteht ihr, was ich meine? So. Für die heutige Folge werden wir erstmal noch weiter das Ultra-Heftig-Schwert nehmen. Übrigens, viele Leute haben in der vorletzten Folge schon geschrieben, dass sie tatsächlich das Schwarzritter-Großschwert besser finden. Es ist zwar ein bisschen schlechter nach dem Scaling, ja, das haben wir ja selber festgestellt. Eigentlich alles identisch, außer das Scaling, das ist hier ein Tucken besser. Aber das Moveset ist halt deutlich schneller. Also was heißt deutlich, ne? Weil das ist ein Großschwert und das hier ist ein Ultra-Großschwert. Aber gut, so. Versuch's mit Schlag. Genau, hier gehen wir jetzt mal weiter. Und gucken mal, was hier so geht. So. Ich habe mir auch wegen der Priscilla ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, davor war ja ein Symbol. Ich habe nochmal in die letzte Folge reingeschaut. Davor war ja eine Nachricht auf dem Boden. Welker Stegen. Jetzt kommt schon wieder die nächste Waffe, Mann. Haha. Da war eine Nachricht vor Priscilla auf dem Boden, da stand, du brauchst oder brauchst Füße. Brauchst Füße. Ist wahrscheinlich wieder scheiß übersetzt. Welker Stegen. Dieses symbolträchtige, mächtige Schwert wurde vom Ablassprediger Welkers, der Sündengöttin, verwendet. Aber es ist mehr als ein Symbol, denn diese magische Klinge wurde von den unmenschlichen Schwertkämpfern unter Verwendung spezieller Techniken auch im realen Kampf eingesetzt. Alter, das macht ultra viel magischen Schaden. Kann ich nicht nutzen. Krass, weil, was braucht der? 16 Int. Krass. Interesting. Wir haben ja auch Rickards Degen auf 10, ne? Ja, aber der war halt wirklich irgendwie kacke. Also die Range hat mich halt überhaupt nicht abgeholt, wenn ihr versteht. So. Gut. Welker Stegen, ja, ist halt klasse. So, was geht hier? Irgendwer schießt. Wie komme ich denn da hoch? Hier runter und dann noch weiter runter. Da kommt YOLO, ne? Dann geht auch die Party. So. Wo sind wir denn jetzt? Menschlichkeit, schön. Ach so, mir wurde auch empfohlen, dass ich hier unbedingt menschlich werde. Beziehungsweise, ne, Menschlichkeit einsetze. Meine Aushöhlung umkehre. Weil ich dann, also das ist vielleicht auch was, wie man Priscilla sieht. Ich habe mir da echt ein paar Gedanken gemacht, wie, aber da stand halt, brauchst Füße. Das klingt so, als ob ich irgendwie bestimmte Rüstung brauche, weißt du? Also, Füße halt. Warum wehren die sich eigentlich nicht? Was sind das für Larrys? Da drüben liegt was. Kann ich da rüberspringen? Ja, oder? Oder ist da eine Tür? Jetzt habe ich gerade meine Waffe abgelegt. Was hat hier gekracht? Wieso habe ich denn jetzt nur die Rolle? Wie komme ich da hin? Von hier rüber, oder? Ja. Goldmünze. Heftig. Oh,
I. Oh, schön, Dönerspieß. So, lässt nicht los. Was geht hier oben? Hier überall die Steps von die Gegners. Aber hier geht's auch runter. Ach du... Okay, hier waren wir überall noch nicht. Interesting. Hier geht's auch runter. Ich höre überall Steps. Holy shit. Wo seid ihr alle? Ich höre so viele Steps. Okay, ich kann da runter, hier runter. Ich gehe mal hier runter, ja? Erstmal hier in den Hof vielleicht. Okay, da ist halt nur wieder eine Ratte, glaube ich. Zwei. Warum sind hier überall Ratten? Das war übrigens eins der ersten Level hier. Das war ursprünglich ein Beta-Level. Aber, Gemäldehüterin. Aber das hat denen dann doch so gut gefallen, dass sie es doch mit ins Spiel genommen haben. Interessant, ne? Und übrigens komme ich hier nur mit dieser komischen Puppe hin. Wurde mir gesagt. Also, das ist sehr insane. Vor allem, wenn man die jetzt ja so wie ich vorher gefunden hat, woher soll man denn wissen, dass man hier nur reinkam wegen der Puppe? Hier, merkwürdige Puppe. Eine merkwürdige Puppe mit komischem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in der Welt fand, klammert sich fest an ein Spielzeug, wurde letztendlich eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Ich wurde nur in dieses Bild hineingezogen, weil ich dieses Item hatte. Insane, dieses Spiel. Gemäldehüterin. Vielleicht brauche ich das, um die Priscilla zu bumsen. Also, mit dem Schwert. Also, ach, ist auch egal. Von den in Alabaster Pokémon gehüllten Hütern der Gemälde in Alolan getragene Robe bietet sehr guten Schutz gegen Magie. Ja, okay. Beine. So, das ist ja interessant, weil ich brauche ja Füße. Tja, Leute. Was soll ich sagen? Was ist das hier für eine Grube? Nee, ernsthaft, was ist das für eine Grube? Oder ganz oben steht einer. Das ist der Bogenschütze. Keine Ahnung. Was ist das hier? Hier ist einfach ein leerer Raum, hä? Muss doch was auf sich haben, oder? Okay. Gehen wir hier lang. Nee. Dass die da nicht hittable sind, you know, my friend. Disgusting. Wir können jetzt übrigens die Feuer ja noch weiter aufwerten, weil wir von diesem Lappen-Boss noch eine Aufwertungsmöglichkeit erhalten haben. So, was geht hier oben? Egal, wir gehen rein. Guck mal, hier ist ja ganz viel los. Seele Ritter. Ach, der war da. Ach, lol, ich bin jetzt hier oben. Ah, auf dem Kackdachboden. So, und ihr habt doch alle gesteppt. Eibeseitiger. Ja, geil. Okay, oh, moin. Komm ich da drüben hin? Ja, oder? Kann ich da rüberspringen? Aber bringt mir das, wenn ich da rüber gehe? Okay, also, wenn ich hier hingehe, kriege ich eine Seele und einen Eibeseitiger. That's all? That's a little bit lush, oder? Or? Na gut. Wieso habe ich nur diese Rolle? Check ich nicht. Ist das so schwer, das Schwert? Hatte ich nicht trotzdem die schnelle Rolle? Ach so, wegen den Klamotten hier. Ja, klar. Ja, klar, ach. Genau, okay. Na gut, dann, ach, nur so kommt man zurück. I see. Okay.
Hey, wir kommen ja gar nicht mehr zurück. Da ist die nice Phalanx. Okay, dann springen wir da jetzt runter. Oder kann man hier irgendwie noch... Hm. Na gut. So. Dann, wie machen wir das? Oh. Ich bin vergiftet. Scheiße. Das war wieder so unlucky. In der ganzen Abfolge war das so unlucky. Wer war denn da auf einmal hinter mir? Ja, schön. Übrigens hat Peter angehauen, weil wir haben ja 100 Tode. Der kommt bald rum. Aber dann machen wir nur noch in 50er Schritten, glaube ich. Ja, schön. Haha, es geht wieder los, meine Damen und Herren. Abfahren. Die Nummer 13. Ja, ich darf meine Seelen nicht mehr einsammeln. Cool. Das ist doch alles... Es ist doch scheiße, oder? So. Ich kann den nicht wegteleportieren. So. Und ich kann auch nicht zurückgehen, ne? Und ich kam hier ja nur raus... indem ich da runtergesprungen bin. So. Aber dann bin ich ja wieder ins Gemälde und jetzt komme ich nicht mehr raus, weil jetzt ist sie sauer. Das heißt, ich muss sie besiegen. Das heißt, es muss hier irgendeine Mechanik geben, irgendwas zu finden sein, was einen hier rausbringt. Also, weil... So. Das heißt, wir machen uns mal menschlich. Und dann gehen wir einfach nochmal rein. Vielleicht war die auch nur temporär unsichtbar. Weißt du, wie ich meine? Menschlichkeit. Hier, wir machen mal die doppelte. Alter, ich habe echt wenig. So, oder? Hatte ich wenig? Ja, ne? Oder waren die, habe ich da was nicht gesehen? Ach, ist ja auch egal. So. Aushöhlung umkehren. So. Dann entfachen wir die Nummer hier nochmal. Weil... I need more. So, und ich könnte jetzt nochmal entfachen auf 20 wohl hoch. Okay. So. Zauberei einstimmen. Da habe ich meinen... Ja, dann nehme ich wieder Feuerball. Das ist einfach das Beste, glaube ich. So. Habe ich vielleicht einen Zauber? Was war denn jetzt? Warum ist es auf einmal aus? Hä? Hä? What the fuck? Ich kann mich nicht mehr dran setzen. Oh. Alarm. Invasion des Finstergeist Fiora. Deswegen wolltet ihr, dass ich... Ja, und dann kann ich mich nicht mehr ans Feuer setzen. So, Fiora. Deswegen wolltet ihr... Bogen? Das ist aber nicht cool. Die hat mich gekrittet. Warte mal, jetzt hat die gewunken. War das ein Spieler? Okay, warte mal. Also,
warum ich irritiert bin. Ich habe in den Kommentaren der vorletzten Folge gesehen, dass ihr mir gesagt habt, Alter, benutzt ihr unbedingt Menschlichkeit, da passiert was richtig Witziges. So, und ich denke mir so, ja, okay, mache ich. So, aber das war jetzt gerade, das war gerade ein Spieler. Fragen, wie es bei dir läuft und ob ich dir irgendwas Kühles zur Erfrischung geben kann oder so, ne? Sag doch gerne mal Bescheid, ne? Over. Ach, ist ja... Also hier hin aus dem Büro. Ist ja angenehm. ja, tatsächlich bin ich in dem Augenblick gerade gestorben. Vielleicht melde ich mich gleich eh nochmal. Genau, ne? Wenn nicht, dann auch. Over. Ja, dann dreh mal das Rad der Glückseligkeit, ne? Alter. Als ob er am Ende noch richtig reinpustet. Ja, also ich glaube, das war wirklich ein Spiel, aber er hat doch am Ende gewungen, als ob eine KI am Ende so winkt. Du hast ja hier ganz viele Emotes. So, ich ziehe mich jetzt erstmal um. Jetzt wird's ernst, ja? Ich drehe gleich, alles gut. Was hatten wir denn jetzt? Oh Gott, was hatten wir denn? Wir hatten doch die... Hä, wo ist es denn? Sis? Oder hatten wir... Doch, ne? Oder hatten wir Sis? 1,2? 3, ja, wir hatten Sis. Das, ne? Ja. So, dann hatten wir... Die Schattengamaschen, Digga. Ich muss echt aussortieren. Also das ist das Erste, wenn ich aus die Artemis hier raus bin. Dann werde ich sowas von meinem scheiß Inventar verwalten und verkaufen. Oder ich soll auch irgendwie diesen Wurm slappen, dann kann ich da verkaufen. Ist ja auch gut. Leute, die jetzt gar nicht wissen, welcher Wurm gemeint ist, denken sich auch nur so, what the fuck. Wenn ich aus dem Artemis raus bin, ey, ich slap so den Wurm und dann verkaufe ich. Oh Gott. So. Jetzt noch diese Maske. Okay, jetzt sind wir ready für PvP, falls jemand will. So, jetzt drehen wir erstmal. Geh wieder los! Ist mir eine gute Folge bis hierhin. Die Nummer 4. Shotgun. Ja, ich find's selber auch schade. Was soll ich dazu sagen? Stay hydrated. Ja, die Peitsche, ne? Die geht. So sterzig. Hier ist er nur aus dem Büro. Ich spreche dich mal zum Auspeitschen. Over. Alter, komm! Alter. So. Dann, ja? Hier ist angenehm. Ja, hier ist angenehm. So. Also. Bitteschön. Leute, wir haben jetzt, mir einen Nierenschutz geholt. Denn Sicherheit ist uns sicherlich wichtig. Ich bin immer noch in diesem Bild und hier gibt es einfach einen Boss, der ist unsichtbar. Da habe ich kurz reingeschaut in die Folge, weil mich das interessiert hat mit Bild und so, hört sich crazy an. Und da ist einfach so, Alter, da hol ich jetzt so ein Schwert auf, das ist übel klein und du sagst, es ist genauso klein wie Sternzig Schwenning. Ich schau einmal rein! Ich habe einen Kommentar geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, geil. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Ich habe in diesem Moment, weiß ich noch, habe ich gedacht so, der schaut ja eh nicht. Und das ist halt die einzige Stelle, wo ich mal wirklich einfach zuschaue für ein paar Minuten und es kommt das. Ja, naja, ist doch schön. So. Also ja, übrigens, mit Peitschen und so.
Also Nierenschutz, weil die Nieren sind ja, es gibt ja im Boxen auch Nieren, genau, die sind sehr nah an der Oberfläche, genau. Und deswegen Nierenschutz. Denn sicherlich. Denn Sicherheit. Denn sicherlich. So, das sieht man ja auch hier. Gegen die Allergie. Lorano Pro. Sicher. So. Sicher? Jetzt will ich es über die Cap ziehen, ne? Mal wieder einen Screenshot machen. So, Screenshot dann, ne? So. Warum geil. Ja, geil. Ich find's auch mega geil. Ja, mit T-Shirt ist natürlich richtig geil jetzt im Sommer. Ich liebe den Sommer. Vor allem, ich habe auch keine langen Hosen an, also bitte triff. Ja, ich muss mal gucken. Also lieber. Mach mal einen Testschlag, ja? Ja. Ja, aber das Ding ist, fokussiere dich lieber darauf, ordentlich zu treffen, als möglichst krass zu hauen, ja, denke ja, ich. Ich gebe mein Bestes. Weil die Leute kommen hier immer rein und wollen so richtig Lucky Luke oder Cowboy und treffen mich hier am Hodensack oder so. Und das wollen wir nicht. So, du darfst. Getroffen? An deinem Fuß? Du hast mir übel auf den Fuß gehauen. Hä, wie das denn? Junge! Alter, so richtig auf die Fußfläche. Vor allem wie langsam du so... Ja, ich muss erstmal realisieren, wie scheiße das war. Und nach dem Dialog. Ja, das sehe ich, habe euch gezielt auf deinen Rücken. Aber geht die Kacke auf. Musst du auf den Knopf? Genau. Ja, danke. Nee, also wirklich, da musst du mal... Nein. Ihr seid jetzt langsam selber schuld. Wir sind hier im Part 25. Ihr habt immer noch nicht... Also selber schuld. Die Peitsche ist hier für jeden... Nee. Peitsche doch selber diesmal. Ja, also jedem ist aufgestellt, die Peitsche zu nehmen, ein bisschen zu üben. War immer wieder ein Vergnügen, natürlich. Ja, over. Oh! Ja, Leute, ich habe jetzt auch einen Nierenschutz, weil er trifft mich am Fuß. So eine Scheiße. Das ist einfach nur, dieses Format ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Was haben wir diesen... Wir sind 27 Minuten in der Aufnahme. Was haben wir bisher Produktives in die Welt gesetzt? Ist das ein Haufen Scheiße, was hier passiert? Ich fresse jetzt meine Kackmenschlichkeit und hau ich habe nur noch 4. So, wenn jetzt wieder hier Cinderella kommt oder Chiara oder wie hieß sie? Wer hat hier gerade invadet? Mein Gott. Ich habe mich immer gefragt, also woher weiß ich, ob ein Spieler mich invadet? Wahrscheinlich, wenn das Feuer hier ausgeht, oder? So, jetzt bitte verpisst euch, ja? So, die darf ich ja einsammeln. So, und ich bin jetzt menschlich. So, und mir wurde gesagt, vor 2 Folgen, oh, hoppala, jo, sei mal menschlich, Digga, wenn du da über die Brücke gehst, übel lustig. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das ist der Clou. Aber es ist safe nicht, dass ich sie einfach sehe, wenn ich menschlich bin. Aber vielleicht ist sie auch einfach nur temporär nicht sichtbar. Weißt du? Oh, oh. Okay, das wird hier nix. Hier vielleicht. Jo. Der hat hier geschmissen. Weiß ich nicht, ob das sein muss. So. Übrigens, ich lag ganz richtig, ne? Die Leute haben auch hier gesagt, das ist einer der besten Farmspots hier. Also, ist doch nice. Ist doch nice, ne? So. Geht auch gut, wenn man einfach weiß, wie, ne? Wenn man hier selbstbewusst die Phalanx durchbricht
auf Wish. Machst halt hier echt gut Knädel, ne? Das ist jetzt quasi ein Run, ein Dämonen-Titanit. Ist doch cool, ne? So. Was passiert jetzt? Ich werde halt... Ach so. Ich habe den... Tod vergessen. Zack. 100, da waren schon 104. Bin ich heute ein bisschen größer? Nö, oder? Nö, ich glaube nicht. Oder? Nö, ich glaube nicht. Ich habe nichts verstellt. So. Okay. Ich nehme jetzt halt doch nicht das Drachengroßschwert, wie ihr gerade merkt. Na, komm her. Kommt der? So. Jetzt kommen die Jungs hierher. Ich habe, glaube ich, hinter mir ein nahendes Problem. Jo. Okay, erstmal. Alter. Ich bin halt selbst schuld. Also es ist jetzt, ich kann niemanden flamen. Ich war ungeduldig, wollte erst den Bogenschützen hauen. Und dann fiel mir auf, scheiße, wenn du den Bogenschützen haust, triggerst du den Dicken. Das haben wir letzte Folge gelernt. Das, vielleicht ist die Hitze, who knows. Vielleicht die, der Wetterfrosch, ne? So, geht wieder los. Hände in den Kart anschnallen und go! Shotgun. Ich hätte heute einfach schon zweimal die Shotgun gehabt. Heftig. Ist aber auch schon wieder verdächtig, dass das zweimal hintereinander kommt. €15 ans Tierheim. Ich dachte für einen kurzen Moment, es ist wieder Peitsche. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ja gut, sind auf 15, ne? Und so selten, wie ich hier sterbe. Achso, ich brauche Menschlichkeit. Also bislang war auf der Brücke nichts Lustiges, ne? Na gut. Also. Nee, was mache ich hier? Und ich nehme auch nur einen. Ich habe eben zwei genommen. Das war ultra dumm. Ich habe das vorher schon entfacht. Oh, ich bin so slow. Ja, ja, ja. Okay, ab jetzt Full Fokus. Und wenn da ein Spieler kommt, bumse ich den. Ist ja kein Problem. Ich muss nur irgendwie ready sein. Ich war gerade einfach mental noch gar nicht am Start. Wisst ihr, wie ich meine? Ich war nicht parat. So. Ich hoffe einfach, dass es mit Priscilla gar nicht so schlimm ist, wie ich denke. Und dass ich, dass sie einfach nur so eine Unsichtbarkeitsphase hat. Was hier? Scheinbare Wand? Oh, echt? Nein. Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Ist doch klar. Ist doch klar. So. Okay. Phalanx, Leute. Geht wieder los. Wobei, ich scheiß mal drauf. Wenn ich Seelen farmen will, dann gebe ich Bescheid. So. Uiuiuiui. Was war hier? Spieler. Okay. Also, wir sind menschlich. Ich habe mir auch nochmal angehört, was sie gesagt hat. Aber da ging nichts bei hervor, bin ich ehrlich. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah. Heftig, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Boah. So, Schlückchen. Jetzt ganz entspannt. Ganz entspannt, hier bin ich gerade gestorben.
Na? So. 15.000 Seelen. Hä? So. Jetzt kommt der Dicke. Staggered, triggered, whatever. Whatever. Wherever. And none need together. Mit dem Ultra-Dingschwert ist es halt ein Two-Hit. Das ist schon ein Unterschied. Aber ich glaube, das ist auch, könnte auch besser gegen seine Rüstungsgattung sein. Das muss ich immer übrigens im Kopf behalten. Bei Dark Souls merke ich, ist es wirklich auch relevant. Soll ich hier mal drauf? Es ist wirklich relevant. Welche Rüstungsklasse auch der andere hat. Oder generell, so zum Beispiel Skelette waren gegen Schwerter, so scharfe Sachen, mega resistent. Deswegen war, glaube ich, auch das Silberrittersperr so scheiße gegen die. Vor dir Blutung. Ja, das weiß ich. Die macht Bluten. Schwäche Hinterteil, gut. Drache. Okay, also allein, dass hier keine Tipps sind in Bezug auf, dass sie unsichtbar ist. Gut, da stand einmal brauchst Füße, aber was könnte auf Englisch da stehen, was Sinn macht? Ich hoffe einfach, sie hat unsichtbare Phasen und ich guck mal, dass ich sie blocken kann mit dem Schild. Hier ist übrigens auch kein Geist oder so, den ich rufen kann, obwohl ich ja menschlich bin. Oh, sie ist sichtbar? Jetzt sie unsichtbar. Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass sie nicht lange unsichtbar ist. Ah, ich höre sie. Oh, stapft sie durch den Schnee? Ja! Ja! Ich habe einfach auf ihre Scheißfüße geachtet! Mega aufpassen. Ich wette, die hittet richtig böse. Okay. Nein, nicht unsichtbar werden, kleine Mademoiselle. Junge, ich renn vor ihr weg und höre einfach nur das Tapsen. Und dann gucke ich auf den Boden und dann sind da richtig hässliche Käsemauken. Und deswegen stand da auch braust Füße. Ich glaube, ich bin der intuitivste, fähigste, lernkompatibelste Dark Souls-Spieler des Universums. Also wirklich, das ist ja unfassbar, was mein Hirn macht, oder? So. Gram. Ja, wie komme ich jetzt hier raus aus dem Laden? Versuch's mit Geschoss. Famoser Schatz. So. Ich öffne gerade nochmal meine Notizen, weil dann sind wir jetzt durch hier. Geil. Ja, komm, spring einfach mal. Ey, ich bin so froh, dass wir die gerade geboxt haben. Weißt du, Mut wird auch mal belohnt. Wisst ihr, wie ich meine? So. Wie ich beim ersten Mal einfach Panic Jump. Oh. So. Wieso könnt ihr eigentlich alle durch mein Kackschild hauen? Ist frech. Okay. Wir schleichen uns jetzt an. Machen einen fertig. Aber sowas von. Die anderen beiden essen wir dann auf. Okay, das hat nicht geklappt.
So. Okay. Gut, dann... Machen wir hier nochmal. Hat nicht geklappt, wie ich wollte. Oh, so viele sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Oh, ist natürlich bitter, wenn einer hinten bleibt, um Fernkampf zu machen. Oh, jetzt habe ich hier die ganze Bande am Start. Das ist etwas schwierig. Ich muss die One-Hitten. Ich wechsle auf Zweihand. Erstmal. Ja, aber geht, ne? Geht alles. So. 50.000 Seelen. Ich darf auf keinen Fall sterben. Auf gar keinen Fall. So. Gut. Ja, da bin ich schon. Ich bin schon ein lootgeiler Sack. Bin ich ehrlich. Okay. So, ich gehe jetzt als erstes, wir können uns ja teleportieren, deswegen ist scheißegal, ob wir jetzt erst hier Anor Londo komplett clearen oder was anderes machen. Folgendes, ich gehe jetzt zum nächsten Lagerfeuer, google dann mit euch gemeinsam, was die Priscilla-Seele macht, also was für Waffen daraus hervorgehen, und dann werde ich meinen Scheiß im Winter aufräumen. Aber sowas von. Das ist das Erste, was ich jetzt mache. Weil mir wurde jetzt gesagt, wo der Typ hockt. Der hockt nämlich unter dieser Brücke. Zeige ich euch gleich. So, ja, dann gehen wir einfach dahin. Ja. Okay. Gut. Ja, dann, genau, Inventar aufräumen will ich. Den Wurm anhauen. Der schläft ja. Dieser riesige Wurm. So, hier übrigens wurde mir gesagt, naja, machen wir danach. Wobei, jetzt bin ich schon mal hier. Ich muss schon ein bisschen... Nee, warte mal. Also mir wurde gesagt, hier beim Aufzug soll ich mich nochmal genauer umschauen. Hier gibt es auch ein Lagerfeuer. Und, hier habe ich jede Wand gecheckt, oder? Da weiß ich noch, da sind wir hier lang gegangen. Ich habe echt jede Wand angehauen. Oder? Habe ich jede Wand angehauen? Wir gucken mal. Also zumindest die, die hier so ein bisschen merkwürdig aussehen, oder? Guck mal, allein, dass ich hier durchhauen kann. Okay, nicht wirklich. Ja, merkwürdig. So, jetzt ging es ja hier außen rum. Auch lang. Ja. Waren wir hier nicht schon? Hier waren wir doch schon dann, oder? Ach, gucke mal. Hier könnte man noch runter. Da führt wahrscheinlich die Treppe rum, ne? Ja. Okay, das machen wir mal. Oder? Ey, nachher spawne ich da wieder im scheiß Gemälde. Ich sterb schon nicht, ne? Ja, stimmt. Hier bin ich dann links hoch. Aber hier geht's auch rechts. True. True, true, true. Okay. Was hier? Na, da geht schon rein, ne? Aber, ne. Glaub nicht. So. Was haben wir hier? Eine Truhe. Ja, wurde mir nicht gesagt... Dass hier ein Lagerfeuer auf mich wartet? Dämonentitanit. Nice. Kann man hier irgendwie noch runter? Darüber? Und dann da lang? Nee. Hm. Vielleicht war das. Habe ich das so mit dem Lagerfeuer missverstanden. Okay, hier war auf jeden Fall noch Loot. Sagen wir so. Ja. Und hier bin ich rüber, ja. Okay. Cool. Dann, ja, dann gehen wir zum Lagerfeuer und machen das, was ich gesagt habe. Easy.
Das kann ich eigentlich abhaken auf meiner Liste. Ich habe ja das Handy an meinem Monitor gelehnt mit einer Notizen-App. Ja, wobei, ich mache das gleich. Eins nach dem anderen. So. 50.000 Seelen. Ach so. Ich wollte ja gucken, was die Seele macht. Dann wäre eigentlich zum Riesen... Egal, da kann ich mich auch hin teleportieren. Okay. Cool. Übrigens, dahin geht es auch noch weiter, ne? Hier rechts da raus und dann geht da so eine Treppe hoch. Ich glaube, da komme ich zu einem Bereich, der ist... Das ist irgendwie eine riesige Bibliothek, wenn ich mich richtig erinnere. Da kann ich mich noch dran erinnern. So, kann ich mit dir eigentlich nochmal einen anderen Dialog jetzt haben? You've made it back. Very well. Go ahead. You may rest here. Even an undead requires repose. Ich bin noch am Leben. Oh, lol! Ah. Ist sie eine Feuerhüterin? Das meinte Donny. Ich kann sie umbringen, eine Seele von der Feuerhüterin bekommen und beim Feuerbannschrein... Feuerbrand oder Feuerbannschrein? Das frage ich mich jedes Mal. Ich will es mir immer nur nie anmerken lassen. Da dann wahrscheinlich die Seele geben. So, vielleicht mit ihr nochmal reden? Go ahead, even. Have you heard of Seath, the Scaleless? Ja. In Legend, he turned against the ancient dragons. Ja, beim Intro. Hast du nicht aufgepasst? Was granted dukedom and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. Oh. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's Lol, das ist genau das, was ich gerade meinte. It looms over this land high atop the mountain. Mhm. But I should warn against even an approach. Hm, what is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Türwächterin? Sie ist Türwächterin und Anführerin. The bonfires attended by the keep, they are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Ja, und wenn ich euch umbringe? If you require rest, that is, after all. Das war wahrscheinlich das Letzte. If you require rest, that is. Na gut, und der Donny ist so ein Schlingel, der bringt die um, ja? So, teleportieren. Dahin, wo alles ein One-Hit ist. Das ist halt geil, dass man so richtig den Progress merkt. Buch der Schuldigen. Ah, Sonnengöttin Velka. Ja, von der habe ich den Degen, ne? Mhm. So, jetzt setze ich mich hier auch einmal hin. So. Okay, pass mal auf. Bevor wir uns jetzt bewegen und vielleicht sterben und dann das Rad kommen mit Seelen nicht wieder aufsammeln. Ich setze mich mal hin. Ich nehme euch jetzt mit. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, weil ich mache das immer auf dem zweiten PC. Das ist kacke. So. Wie, ich bin hier auf dem Dark Souls Wiki. Priscilla, hieß sie so? Priscilla. Priscilla, Priscilla's Dagger. Soul of Priscilla. So. Oh. Wir haben ja die Sense eingesammelt bei der Folge mit Eddie. Und das ist somit die stärkste Dex-Waffe. Nur ich habe da jetzt nicht so Terrar drum gemacht, auch wenn ich es wusste und weil ich sogar in meinem alten Spiel schon die gespielt habe. Weil ich beschwere mich die ganze Zeit über sehr große Waffen und dass sie überall hängen bleiben. Und da habe ich einfach gemerkt, die Sense ist nichts für mich. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ist ultra stark. Und anscheinend kann man mit der Seele, wenn man die Sense auf plus 10 hat, kann man mit der Seele die Life Hand, die, ne, lebensraubende Sense holen, erschmieden. Und was kann die?
Bleed. Nice. Oh, warte, aber auch gegen mich selber. Okay. Und das zieht 50% des gegnerischen Lebens ab, wenn es getriggert ist. Ist das der normale Bluteneffekt oder ist das nochmal verstärkt? Okay. Nee. One of only two weapons in the game that causes 50% percentage of maximum bleed damage. Okay, krass. Aber normalerweise 30. Ah. Ah, und Priscillas Dagger macht das anscheinend auch. Okay. Krass. So, und der Dolch. Ach, den habe ich ja bekommen. Ah, den kriegt man, wenn man ihren Schwanz abschneidet. Ja, was hat's mit dem auf sich? Okay, also Bluten ist auch ultra krass. Gut. Okay. Gut. Also ziemlich krass mit der Sense. Halte ich mir da mal als Option offen. Halte ich mir mal als Option offen. So. Jetzt haben wir 50.000 Seelen. Was machen wir jetzt am besten? Wir gehen zu... Also ich würde tatsächlich das Claymore diese Folge ausprobieren wollen. Das machen wir jetzt. Aber ja, nee, ich wollte jetzt... Also das Ding ist, ich habe eben extra gesagt, ich will unbedingt jetzt das Inventar aufräumen. Aber ich habe Schiss, ich werde invaded, sterbe, verliere alle Seelen, keine Ahnung, oder fall irgendwo runter. Nee, safety first. Das rennt uns ja nicht weg. Wir gehen zur Gemeinde der Untoten. Und das Claymore, das bringen wir jetzt mal auf plus 10. Mehr als genug Seelen. Kaufen wir uns schön hoch. Und dann spielen wir das einfach mal. Da habe ich richtig Bock drauf. Bin sehr gespannt. Ich habe mich jetzt gefestigt. Also es wird auf jeden Fall der Quality-Build. Und es ist ja auch nicht schlimm, mehrere Waffen... Was? Ich habe eine Glut? Ach ja, stimmt. Die haben wir ja gefunden im Ölgemälde. Stimmt. Nimm. Ja, nimm. Dunkle Glut. Gib. Gönn, ne? Thank you. Gar kein Problem. Really is something special. I sense... Gut. So. Genau, Waffe verstärken. Mir wurde übrigens gesagt, die sind sortiert nach Waffengattung. Das hätte mir auch mal eher auffallen sollen. Wobei, ich glaube, das fiel mir auch auf, nur wir haben es irgendwie nie... Richtig hier sagt, ne? Hä, Claymore? Da. Kleine Scherbe. Genau. So, jetzt gab es diese Übersichtsgrafik. 9, ne? 9? Ich glaube, es waren 9. Ja. So. Ich glaube, es waren 9, ja. So, auch schön, dass die Claymore hier, das Claymore-Ding direkt am Anfang ist. Frag mich, ob das Scaling von C sich noch ändert zu BB. Das wäre krass. Ja, plus 5. Sehr gut. So, jetzt... Ausrüstung umwandeln. Ich guck gerade nur generell. Gut. Claymore plus 5. Ne? So, jetzt auf 6. So. Und jetzt brauche ich große Scherben. Genau, die kann ich aber hier nicht kaufen, richtig? Die kaufe ich beim Riesen oder... So generell können wir auch mal alles reparieren. Hm.
So. Und, genau, was ich auch noch gucken wollte, das Graswappenschild. Was brauche ich da, um das zu verbessern? Auch große Scherben, okay. So, und Gegenstände kaufen. Nur die kleinen, genau. Gut, ich brauche mal nochmal ein paar Pfeile. Die krassen. Große Pfeile, richtig? Ja. Kaufen wir nochmal ein paar. Ja, vielleicht nicht übertreiben. So. Okay, jetzt haben wir nur 36. So, zwei große... Ne, wie viel hatte ich noch? Ich habe es jetzt zweimal geupgradet, oder? Ja, einmal als eins gekostet, einmal zwei. Gut, dann brauche ich noch sechs. So, dann reisen wir jetzt zur Kammer der Prinzessin. Gehen zum Riesenschmied mit seinem Riesenhämmerchen. So, hier kann ich runterdroppen. Ich habe kurz überlegt, war doch so, oder? Aber da war ich schon im Fall. So. Ich Schwert des Grabesfürsten würde ich mich auch gerne nochmal informieren. Ich bin entspannter geworden. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich früh entscheiden sollte, weil ich sonst ganz viel waste. An Ressourcen und so, weißt du? Aber so ist es ja nicht. Ja. Oh. Brandtöterpfeil. Cool. Ich sollte da entspannter rangehen. Ich sollte jetzt, so wie ich das jetzt eigentlich auch schon die letzten Folgen mache, aber jetzt nicht wirklich das mir eingestehen wollte, glaube ich, einfach rumprobieren. Ausprobieren, welche Waffe liegt mir am besten. Ist mein erster richtiger Run und ich finde, das sollte mir zustehen. Und ja, dann bastel ich halt ein bisschen rum und irgendwann habe ich so das Gefühl, yo, die Waffe ist es, abwarten. So. Ja, Uli. So. Drei haben wir verwendet, also noch sechs. Boah, teuer, ne? Aber guck mal, Funkeltitanit kann man ja auch holen. Schön. So, kann ich die Waffe jetzt hier verstärken? Oder muss ich das wieder bei André machen? Muss ich bei... So. Nein, nein, alles gut. Blitzclaymore. Das könnte man auch mal überlegen, ne? Wenn ich mehrere Waffen, so wie jetzt halt schon, recht hoch habe, dass ich mir so ein paar Elementwaffen mache. Von denen, die ich dann, wo ich sage, ja, die nutze ich jetzt eh nicht als Mainwaffe, aber situativ sind die dann krass, ne? Generell, ich glaube, in Dark Souls ist es einfach gut, möglichst viele Tools zu haben. Deswegen auch immer jedes Item mitnehmen, alle möglichen Ringe, um dann situativ halt richtig gut klarzukommen. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich... Habe ich das jetzt ausgesehen? Nee, ne? Ich glaube, ich würde noch ein paar kaufen, um das Graswappenschild zu verbessern, weil das ist einfach Main. Kaufen wir mal zwei. So. Ja, ist ja gut, Digga. Okay. Cool. Ja, so schnell sind 50.000 Seelen weg, ne? Okay. Cool. Gut. Dann probieren wir jetzt schön Claymore aus. Auf plus 10. Schallert. Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass wir Quelax nicht das Chaos Blade, sondern das Blade Fury Sword. Ne, das... Doch, Fury Sword heißt es. Irgendwas mit Fury Sword. Dass wir das nicht... Oh, das hätte ich gerne gehabt. Ja, aber da hatte ich halt das Knowledge noch nicht, was ich jetzt habe, wie das funktioniert mit den Bosswaffen. Also allein, ich meine, ich bin ja schon in dem Run, in meinem Verhalten so, dass ich nicht sage, okay, alles 100% blind, ich informiere mich gar nicht. Alter, er hat das gleiche Outfit. Sondern ich bin ja schon jemand, der schaut da mal nach, recherchiert ein bisschen, zumindest was so die Mechaniken angeht. Jetzt nicht der Content, also im Sinne von... Bosse, Level und so weiter.
Aber ich informiere mich ja schon, wie jetzt das Crafting und so weiter geht. Und trotzdem mache ich halt echt Fehler und muss Dinge auch erstmal machen, damit ich es verstehe. Und allein deshalb habe ich so Bock, direkt einen zweiten Run zu machen, wo ich halt auch bewusst dann irgendwie direkt einen Plan habe. Mit einem Bild und so. Ich habe, allein wenn ich jetzt alle Waffen hier ausprobiere, das ist nice. So. Nee, warte mal. Ich hab's ja jetzt schon auf... Nee, ich muss noch umwandeln, ne? Nee, hä? Ach, ich hab's ja schon auf plus 10, stimmt. Okay, es war gerade Brainfart. Aber das Graswappenschild. Was ich wahrscheinlich beim Riesen machen muss. Oh mein Gott. Das ist ja scheiße gelaufen, oder? Ah, nee, es geht hier, super. Okay, cool. Toll. Tolle Möhre. Ja, ja, ist ja gut. So, jetzt gucken wir auch mal. So, wenn ich nämlich Y drücke, haben mir ganz viele geflüstert, sehe ich da rechts auch richtig, was mein Schaden ist. Also, 365 Schaden. Jetzt gucken wir mal Claymore. Ist ja beides plus 10. 347 Schaden, das ist weniger. Aber es wiegt... So, okay, ich brauche irgendwie die Vorteile jetzt. Es wiegt weniger. Es wiegt 6. Das wiegt 12. Okay, das ist ein Unterschied. Das ist wirklich ein Unterschied. Und von der Waffengattung her... Ist es ein Großschwert? Ach, guck mal an. Das hat... Okay, aber es hat trotzdem ein Moveset, ne? Ja, wir probieren das jetzt aus. Leute, gerne Meinung zum Claymore, ne? So. Jetzt Inventar aufräumen. Oh, God bless. Oder dem Wurm. Ja, wir gucken mal. Da oben. Feuer. Band. Nicht Bann. Nicht Brand. Band. Feuer. Band. Schrein. Krass, ne? So. Das zum Beispiel auch so eine Sache, dass ich einfach den krassesten Pyromantie-Lehrer einfach umgebracht habe, ohne mit der Wimper zu zucken. Übel. So, der Wurm pennt. In den Kommentaren, und das war geupvoted, stand, ich soll den Wurm hauen, der bringt mich schon nicht um. Ich warne euch. No, no, I'm fine, well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Ey, dieses Spiel ist so... Jeden anderen NPC, den du haust, Game gelaufen. Als ob irgendjemand sich dann dachte und die Eier hatte, komm, den hau ich jetzt einfach mal. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Füttern? Okay, Gegenstand verkaufen. Okay. Weg. Ach, rechts steht, okay. 100 Seelen nur? Gut, die können halt echt weg. Das ist ja noch besser als ablegen. Ich meine, 50 Seelen, aber... Da geht's dir gut, Bruder. Schwertgriff. So, Schlangenschwert. Ach, zum Sammeln. Ja, zum Haben. Komm, jede Waffe kann man mal einmal haben. Außer jetzt eben der Garbage. So, Rapier habe ich 2. Dämonengroßaxt habe ich 2. Nur 50 gebracht, Alter. So, was haben wir noch? Ey, aber die richtig krassen geben auch richtig krass Kohle. Okay, Speere. So, dann... Seelenwert 1. Okay.
Genau, leichte Armbrust haben wir mehrmals. Zwei Lederschild groß, Hüllenschild. Okay, so. Rüstung. Also die Standardscheiße hau ich weg. Ja, wobei, okay, das ist alles set. So, das habe ich doppelt. Genau, weil damit habe ich gestartet, oder? Nee, habe ich nicht. So. Banditenset. Ja. Okay. Cool. Wo kommt der Trash? Ich hatte ultra viel Trash. Hier ist der Trash. Und 100. Oh, das fühlt sich so gut an. Weg damit. Ich meine, wie viel das bringt, ist mir relativ egal. Ob ich das jetzt aussortiere oder verkaufe, ist total egal, aber so kriege ich dann wenigstens noch ein bisschen was. Hüllendieb-Kapuze. Hüllendieb-Strumpfhose. Auch Trash. Ich könnte halt auch knallhart alles verkaufen, ne, aber... Und einen Sack. Schau. So. Farewell, chosen undead. Ja. Das ist sehr nett. Grüne Scherbe. Verstärkt Feuer, Zauber oder göttliche Waffen. Blauer Brocken. Zauberwaffen und... Okay, den brauche ich halt gar nicht. Weil verzauberte Waffen und Zauberwaffe, ich glaube nicht. Oder? Blauer Brocken. Weißer Brocken. Ja. Dann würde ich immer so einen blauen Brocken reinschieben und gucken, was passiert. Wurde eine grüne Scherbe. Farewell, chosen. Man tradet quasi. Das ist interessant. Ja, weil die Sachen kann man ja nur bedingt kaufen, ne? Okay, cool. So. Dann räumen wir jetzt trotzdem unser Inventar auf. Wie viel hat denn das Ding gekostet? Also nur nochmal zur Erinnerung. Das ist ein Typ, da konnte ich mal, da war ich ganz unten in der Kanalisation. So, jetzt übrigens auch mal Claymore ausprobieren. Ja, schneidet schleißfrei. Da sitzt er. So, und hier kann ich nämlich sterben. Aber ist natürlich nicht am heutigen Tage, ne? Ist ja klar. So. Moin. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Ja, das haben die mir in den Kommentaren gesagt. Also Zufall ist es nicht. Das Ding. Bodenlose Kiste. Inventarverwaltung am Leuchtfeuer. Very much important. Also, ne? Gerades Kristallschwert, Kristallgroßschwert, Kristallschild. Da gibt es ein paar tolle Sachen. Helm des Weisen. Aha, Rüstung des Ruhmreichen. Golem-Helm. Golem-Rüstung. Smaugs-Helm. Smaugs-Rüstung. Hellol. Und Golem ist der andere Boss gewesen, ne? Und dem begegne ich anscheinend noch, oder? Nee. Hä, der verkauft einfach Bossrüstung? Brauche ich dafür die Seelen im Inventar oder wie läuft das? Ey, Stärkebild mal, ne? Mit so richtig Full Tank. Das hat, glaube ich, Maxim gemacht. What the fuck? Sowas mit ihm? Okay, du bist ja ein richtiges Arschloch.
dachte irgendwie, Sprung ist wie eine Rolle und ich kann einfach durchspringen. Aber er hittet mich einfach mit, eher. Geil! Hoppala. Tode. Kannst du keinem erzählen, dieses Game, ey. 6. Abfahrt. Ah, ja. Sind wir gespannt, ne? Was jetzt passiert. Haha. So. Teleportieren. Feuerbandschrein. Die Nummer 2, das ist die Peitsche. Cool. Ja, ist ja hier noch aus dem Studio 1. Ich bräuchte nochmal jemanden zum Peitschen. Over. True. Ja, das letzte versteht man einfach gar nicht. So, geht wieder los. Auf ein neues. Ja, das wäre altes Büro. Das ginge nicht. 24 Stunden zu überhaupt. Da war ja noch keins. Ich glaube, da hatten wir noch keine. Echt, ja? Ja gut, es war aber im März, aber ja, trotzdem, allein die Lampen. Doch, ja. Allein die Lampen, ne? So, bist du nochmal in dich gegangen? Ja. Ich mach nochmal einen Test. Ja, gerne. Nimmst du deinen Helm auf Test? Ja. Er übt gerade. Ich glaube, du musst einfach näher stehen, vielleicht. Maybe. Weil du triffst die Tür nicht. Ja, ich ziehe auch nicht. Ich ziehe nicht. Achso. Nicht getroffen, oder? Doch. Jetzt, ja. Ja, schön. Okay. Was denn? Gucken wir mal. Übrigens, mit diesem Nierengurt, ne? Das sind Erfahrungen aus dem SM-Bereich. Also nicht von mir. Ja, bei SM gibt es ja auch Peitschen. Ja, das wäre aus den Kommentaren geschrieben. Nee, das wurde mir zugetragen. Okay. So. Wir können. Oh! Ja, das war auch zwei unten. Oh. Das ist schon mal gut. Das war ein bisschen höher. Ja, ich arbeite nicht gerne nach oben. Das ja. Sieht sich so aus. Schön in der Kniekehle. Na, ein bisschen drunter. Ja, aber immerhin hast du gesagt. Ja, hat schon. Hat auch weh. Gibst du mir die? Ja. Er geht jetzt so zu seinem Arbeitsplatz. Ja, oder ich übe jetzt mal. Ja, schön. Wunderbar. Ah. Herrlich. Ist hier ein Stress immer, ne? Habe ich tot gemacht? Ja, ne? Ich kontrolliere das nach der Aufnahme eh immer noch. Warum liegen die da hinten? Du drehst dich ja komisch. Soll ich mal jetzt erstmal den da oben weg? Also das darf... Generell immer voll clearen, ne? Okay. Gut. Du auch nochmal? Ey, wie wenig Seelen die geben, ne? Im Verhältnis. So. Ja, ist irgendwie ein cooler Mix. Also es war schon ein fettes Schwert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Junge, es ist so fett, ich komme nicht auf mein Leben klar. Ist schon schnittig, ne? Ich habe immer so Angst, dass ich habe bis heute das Sprint nicht umgestellt. Darf ich eigentlich keinem erzählen. Irgendwie immer zu faul. Oh Gott, bless.
Yeah, I did it. So. Jetzt, mit unserem ganzen Erfahrungsschatz aus den letzten Folgen, gehen wir jetzt nochmal hier zu der Händlerin und gucken, was da so geht. Ne, ist ja andere Seite, ne? Gut. Okay. Alter, wisst ihr noch, wo wir hier das erste Mal so waren? Und dann da oben auch dieser Minotauren-Boss da, oder was das war, Tauros-Dämon-Boss. War schon heftig, ne? So. Moin. You left me high and dry. Ja, sorry, ich hab jetzt länger nicht vorbeigeschaut. Das ist ja wie meine Omi. Plenty of it here, freshly peeled, just for you. Hast du es? So. Prima Stein, Wegesmarkierung, dient auch zur Höhenmessung. Ein Kiesel, der eine herrliche Wechselaura aus 7 Farben und einer höchst raren 8. Farbe verströmt. Der Regenbogenstein ist ohne besondere Fähigkeiten, kann aber als Wegesmarkierung dienen und zur Höhenmessung von Klippen geworfen werden. Verursacht seine Landung einen lauten Knall, ist ein Sturz von der Klippe mit Sicherheit tödlich. Das meinte Etienne. Ja, davon ein? Ja, oder ein paar mehr, kostet ja gar nichts. So, ich kann hier Menschlichkeit kaufen. Oh, ein Läuterungsstein. Reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf. Da einen davon dabei haben. Ich glaube, ich habe davon einen, oder? Besitz 2, ja. Okay. So, dann einmal Gift. Einmal Feuer. Ein Wanderfluch. Gut. So. Ach, guck mal, Giftpfeile. Sehr, sehr nice. Oder? Sehr, 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 sehr nice. Finde ich schon. Finde ich gut. So, tschüss. Jetzt müssen wir auch mal gleich gucken, wie das jetzt eigentlich mit unserem Gewicht ist. Ich meine, das Ding wiegt halt 10 Kilo weniger. Jetzt ist ja mit der Ausrüstung wieder einiges möglich, ne? Das ist auch schon nice. Ich werde auch erstmal in nächster Zeit, glaube ich, nur auf Dings skillen, ne? Ey, ich will einfach immer noch wissen, ob das vorhin ein Mensch war oder nicht. Mit dieser kleinen Handsichel. Er hat halt gewunken, als er mich umgebracht hat. Er hat mich einfach ge-one-tappt mit dem Crit. Ge-one-tappt. What the fuck? Wisst ihr, wie ich meine? Das war heftig. So. 17,3 von 99. So, wir können bis 25 hoch, richtig? Das ist ja geil. Dann das Röckchen. Oder? Ja, easy, da geht ja noch mehr. Ja, was ist, wenn wir Havels Ring mal ablegen? Ich meine, Havels Ring ablegen zu können, ist auch ein krasser Damage-Boost, ne? Im Umkehrschluss. Okay, dafür ist es zu früh. Gut, gut, gut. Weil das ist ja ein Ringslot. Oder was heißt Damage Boost? Aber einfach generell, ne? So, ja, dann können wir mal... Guck mal. 31, 38, 85, 21. Was ist da jetzt mal besser? Hm? Schöne östliche Rüstung. Silberritterrüstung. Umarmte Rüstung der Gunst. Haben die irgendwelche tollen Effekte noch? Da kann man ja noch recht sehen, bei wie viel Gewicht man wäre. Das ist ja geil. Ist ja alles über 25 oder? Das ist ja Blödsinn. Was macht das Ding nochmal? Warum habe ich das auf? Ach ja, genau. Nee, ist gut.
Ja, dann können wir bei Hände vielleicht was machen. Silberritterstulpen. Die würden gut gehen. Sind die denn viel besser? 12, 13, 24, 8. Ja. Ja, ist doch cool. Ich habe halt jetzt Käsemauken immer noch, aber ist ja egal. So. Inventarverwaltung. Oh, God bless, finally. Guck mal, der hat das komplette Silberritter-Set. Bodenlose Kiste. So, was stecken wir jetzt rein? Banditmesser. Silberritterschwert. Langschwert. Gerades Drachenschwert. Schlangenschwert. Schwarzritter Großschwert. Großschwert. Zweihänder. Das lassen wir mal drin. Drachengroßschwert. Krummsäbel. Falchion. Oder wie man das auch ausspricht. Gemäldehüterschwert. Schneide. Das lassen wir nochmal drin. Okay. Oh nice. Endlich ist es weg. Es ist alles weg. Rickards Degen kann man mal drin lassen. Situativ. Welkers Degen kommt aber weg. Streitaxt, Schlachtermesser, Gargoyle-Axt. Okay. Nice. Oh, das wird alles. Oh, ist das schön. Ist das schön. Hellebarde übrigens auch. Gute Quality-Build-Waffe wohl. Oh, die habe ich zweimal. Hätte ich verkaufen können. Naja. Großsense. So, Langbogen. Gut, der kann ja deutlich weiter ballern. Aber egal, dann aim ich halt höher. Weg, 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 weg. So. Das ist auch alles, alles weg. Nice. So. Standardbolzen. Schwere Bolzen. Jetzt sie. Ja, da weiß ich nicht. Theoretisch kann ich das alles noch mit. Nee, das kann ich schon alles mit dabei haben. So. Nice. Das heißt, wenn ich jetzt meine Waffen durchsuche. Hier. Dann habe ich hier nur meine geringe. Oh, ist das schön! Oh ja. So. Jetzt würde ich gerne den Pyromantie-Dingens upgraden. Kann ich das bei ihm hier machen? Oh, hello. You've been a stranger these days. Ja, mein Gott, Alter, wie die einen alle guilt-trippen. What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Ja, bin schon wieder, ne? Hä, ja, ich zeig dir was auch immer. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate him myself. I'm in your debt once again. Was habe ich gemacht? Er hat's nicht mal benannt. Oh, das ist ja unfassbar. Krasse Pyromantie. Gibst du sie mir? Ja. Oh, danke. Ich werde selber suchen. Hä? Ausrüstung umwandeln. So. 1000 Seelen. Abfahrt. Goodbye, then. Da würde ich mal gepoppt. Wenn ihr versteht. So. Thank you. I'm in your... So, das, auf wie hoch kann ich das denn eigentlich machen? 3? Ja, mach ich nochmal. Abfahrt. Mach ich mal direkt 2, komm. 10.000. So. Es geht immer noch höher. Goodbye then. Geil. Come back if you find anything. So. Hier hätte ich gerne das jetzt. Super. Nice, es klappt alles. Er pennt halt schon wieder. So. Jetzt hake ich erstmal. Nee, das mache ich nach der Folge. Scheiß drauf. Was machen wir jetzt? Gemälde haben wir. Hydra im See können wir killen. Neulondo. Wir sollten nach Neulondo. Ja, das ist da, wo die Geister sind. Aber ich habe mir ja eben in weiser Voraussicht ein Dings geholt.
Übrigens, man kann die Geister auch so hitten mit verfluchten Waffen. Ne? Zum Beispiel mit diesem, mit der Syphilis-Seele konnten wir hier Schwert von Astorias schmieden, aber auch das verfluchte Schwert von Astorias. Und mit dem könnte man da zum Beispiel die Geister bekämpfen. Das hätte ich machen sollen. Ja, im Nachhinein ein bisschen... Habe ich die Seele noch? Nee, ne? Und auch ein krasses Schild hätte ich auch machen können, aber... Das mit den Bosswaffen und nachgucken und überhaupt, das habe ich halt erst dann nachgeschnallt, ne? So. Gut. Ich will hier nochmal hin. Der eine oder andere denkt vielleicht, hey, bist du geisteskrank, hier nochmal hinzugehen. Aber hier gibt es wohl das Item, was ich brauche, damit ich Waffen auf plus 15 machen kann. Und hier war ja auch noch Boss und alles. Da war ja unten Nebelwand und so, glaube ich, ne? Also hier sind wir ja auch noch lange nicht durch. So, und damit ich hier jetzt nicht umgehe, out of Dingens, ne? Fluchdingens, werde ich hier einen goldenen Schlangenring anziehen. Jetzt habe ich höhere Loot-Wahrscheinlichkeit. Und dann kann ich hier schön meine Wanderflüche farmen. So. Da setze ich auch mal den ersten ein. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal konzentriert vor. Der eine oder andere meinte auch, ich soll mir hier nochmal eine Leiche angucken, weil ich da irgendeine Feuerhüterseele oder so bekomme. Nee, irgendwas anderes war es. Ist auch egal. Geil, ich one-hitte die mit der Claymore. Das ist ja ultra geil. Das ist super angenehm. Easy, zwei Stück. So wird ein Schuh draus. So, jetzt kann ich mich hier mal... Also hier falle ich locker rein, dann bin ich tot. Das ist ganz lustig an dem Spiel. Ach, guck mal da. Pass auf, Hülle. Wie, pass auf, Hülle. Ist hier ein Gegner? Ah, da kommen die Leute. Hinter mir? Nee. Jetzt habe ich den Bogen raus, Alter. Aber die Sprintattacke, die muss ich auch mehr usen. Okay, das meinen die vielleicht mit Hülle. I don't know. Und dann hatte ich das wirklich hier noch nicht aufgesammelt. Feuerhüterseele. Oh mein Gott. Ihr hattet recht. Das ist ja der Hammer. Jetzt kann ich meine Estus-Flakons noch verstärken. Das ist ja ultra gut. Hätte ich euch nicht, ne? Ist eine Hassliebe. So. Hier ist ja auch nur ein Dude drin. Den lassen wir mal raus, oder? Item. Wanderfluch. Wie viel waren das? Nochmal zwei. Ich habe jetzt einfach schon vier. Das ist ein geiler Ring. Bin ich early. So. Ja, Shortcut gab es jetzt irgendwie nicht, ne? Wahrscheinlich erst, wenn man das scheiß Wasser hier mal ablässt. Ich glaube, das war so. Das meinte, glaube ich, auch Donny. Oder ich kann mich daran an früher erinnern. Dass man echt das Wasser ablassen konnte. Warte, die konnte ich doch hauen, bevor die hochkam, ne? So. Okay. Jetzt schauen wir mal. Was ist schwere Attacke? Stechen. Ja, das ist hier vielleicht ganz gut. Na, komm mal her. Wichtig. So. Nochmal zwei. Das ist gar kein Problem hier, ne, im Hennoland. So, der ging nicht, genau. Okay. Dann hier runter.
So. Dann. Ey, ich habe das Wasser schon abgelassen. Hier ist einer drin. Leute, kann man einfach gegenhauen. Gut. Problem erledigt. So, und hier war... Hier war eine Dame, die gekreischt hat, richtig? Oder? Dass man die einfach... Versuch's mit Geschoss. Ja, ist egal, Digga. So. Oder was meinen die mit Geschoss? Muss ich hier irgendwas abschießen? Auf die Truhe? Auf die Truhe schießen? Nee. Gut. So. Ja, Leute. Eigentlich ist die Zeit um. Aber ist doch gut. Guck mal, wir starten hier ins neue Gebiet. Alles cool. Ich habe jetzt schon 6 Wanderflüche mir gefarmt. Ist ja ultra gut. Oder? Ja, 6. Mein Gott. Dann starten wir nächstes Mal richtig durch. Clearen das ganze Gebiet. So. Claymore gefällt mir bisher richtig gut. Muss ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.